herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Mein heutiger Gast ist hier in Zürich zugeschaltet und es ist dies die Selma Kujas. Selma, ich begrüße dich ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Ja, vielen Dank für die Einladung, Christoph. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und ich freue mich auch sehr, dass du in diesen turbulenten Zeiten auch hier das Interview mit mir führst und dass wir die Zeit zusammen auch haben. Es ist ja ganz schön, ja, hektisch einerseits und völlig entschleunigt auf der anderen Seite. Es gibt viel Unsicherheiten und ich denke auch, dass du mit deiner Arbeit sehr viel Sicherheit auch vermitteln kannst. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Du nennst dich ja Karrierecoach mit Wow-Effekt. Das finde ich schon mal ganz, ganz toll. Und ich denke, dass auch viele Fach- und Führungskräfte hier noch ganz viel Wissenswertes mitnehmen können, weil eben das Thema Bewerbung oder sich eben seine Bewerbungsunterlagen sauber zusammenzustellen für den einen oder anderen tatsächlich recht herausfordernd ist. Und ich denke und hoffe, dass ich von dir oder von dir sehr wertvolle Tipps bekommen. Und ich möchte dir gerne die erste Frage stellen. Und zwar, stell dir vor, du dürftest heute einen Bericht schreiben, einen Artikel schreiben, eine Story, wenn man so will, über deinen Lebenslauf. Und jetzt braucht es einen Titel dafür. Wie lautet dieser? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, mein Titel zu meiner Berufsstory würde heißen, viele Wege führen nach Rom. Es gibt keinen klassischen Karriereweg mehr. Die New Work wird unser Arbeitsleben verändern. Es gibt keine lückenlosen CVs mehr. Also das heißt, um ein berufliches Ziel zu erreichen, kann man verschiedene Herangehensweisen aussuchen, wählen. Und ich unterstütze eigentlich berufstätige Personen in dieser Planung, wie komme ich von A nach B, speziell in Bezug zur Bewerbung und zum Selbstmarketing. Das muss ausgerichtet werden auf das Ziel und in Zusammenarbeit mit mir finden wir heraus, wie du dich positionieren möchtest und wie du das in deinem Social-Media-Auftritt oder aber in deinem CV verschriftlichen kannst. Mhm. Zu dem kommen wir auch gleich und da werden wir auch sicher noch sehr intensiv drauf reingehen und zwar eben, das ist ja ganz wichtig, dass wir da wirklich dann auch dein Know-how ein Stück weit auch mitnehmen können. Jetzt würde mich aber auch mal interessieren, auch dein CV, was hast du mal ursprünglich mal gelernt oder auch studiert? Also ich habe Betriebswirtschaft studiert in Bern, an der Universität Bern, habe aber das Studium dann abgebrochen. Schwangerschaft, der Klassiker, und habe nach der Schwangerschaft gesagt, okay, weiter studieren mit Baby ist nicht ganz ohne und habe mich dann für eine Weiterbildung als Web-Publisher angemeldet. Das war Jahr 2000, wo das Internet gerade so im Kommen war. Habe danach in einer NGO gearbeitet, auch vom Schweizerischen Nationalfonds finanziert, bin in die Privatwirtschaft gewechselt, 10 Jahre im Telco, in der Telco-Branche und so zur Midlife-Crisis hin hatte ich plötzlich das Gefühl, ich muss jetzt was anderes machen und habe einen Quereinstieg gemacht. Also eigentlich habe ich ihn nicht gemacht, weil der Quereinstieg hat mich gefunden, in die soziale Arbeit als Jobcoach Integration, das heißt die Begleitung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine physische oder psychische Beeinträchtigung haben und bin eigentlich so auf diesem Weg zu dem geworden, was ich heute bin. Mhm. Und was bist du heute? Du hast ja vorher das kurz gesagt, dass du das Thema Bewerbung, also wie man von A nach B kommt und das Thema Selbstmarketing, habe ich das richtig verstanden? Genau, ich würde mich in dem Sinn nicht als Karrierecoach bezeichnen, sondern die Karriere beinhaltet viele Abschnitte und ich begleite die Personen vor allem in der Bewerbung und im Selbstmarketing. Die Karriereplanung überlasse ich gerne den Karrierecoaches.
ich kann die Menschen darin unterstützen, dass ich mit ihnen zusammen eigentlich aufdecke, was ihre Werte sind, wo ihre Stärken und Talente sind und wie wir das Ganze richtig cool verpacken, dass sie zu ihrem Ziel kommen. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt heute in der Situation bin, dass ich sage, ich will gern mich umschauen, ich will gerne einen neuen Job haben und meine Unterlagen sind vielleicht 10, 15 Jahre alt, ich habe da nie groß was machen müssen, dann komme ich dann gern zu dir. Ist das richtig? Ganz genau. Okay. Und wie machst du das dann tatsächlich? Wie gehst du denn da vor? Mein Vorgehen zielt sehr auf die innere Selbstinventur ab. Die Mehrzahl der Bewerber wissen zwar schon, was sie gut können und wo sie vielleicht hin möchten, aber sie kennen ihre eigenen Stärken und Talente nicht wirklich im Detail. Und je besser sie sich kennen, desto überzeugender können sie sich bewerben. Weil viele Personen haben, wenn sie das Thema Bewerbung und Lebenslauf hören, dann geht so der Rollladen rund und so, ach, oh Gott, jetzt muss ich mich mit mir selber befassen und andere überzeugen, dass ich der Top-Kandidat bin. Und das, da haben wir eine Abneigung dagegen. Und was ich versuche, die Menschen eigentlich zu befähigen, selbst zu erkennen, dass sie einfach tolle Talente haben und Stärken und dass sie diese auf ihren Dokumenten oder im Social-Media-Profil wiedergeben, weil dann fühlt es sich nicht mehr nach Verkaufen an, sich selber verkaufen, sondern dann ist es ein Überzeugen. Und das ist ganz ein anderes Mindset, das dahinter steckt. Plus kann man auch mit Ablehnung viel besser umgehen. Wenn jemand ein ganz tolles Bewerbungsdossier hat und eine Absage kriegt, dann steckt er das besser weg. Wow, das klingt wirklich gut. Jetzt, aber wie stelle ich mir das jetzt genau vor? Weil ich habe jetzt bei mir oft die Situation, dass ich merke, dass viele Kandidaten da ziemlich zurückhaltend sind, ich sag's mal so, ja, und da nicht so genau oder nicht so gern da reingehen. Wie schaffst du, dass sie sich da öffnen oder dass sie sich wirklich auch diesem Prozess hingeben? Das hat natürlich auch mit unserer westlichen Konditionierung zu tun. Understatement, ja, nicht irgendwie arrogant wirken. Ich finde, die Dosis macht es aus. Wie viel gebe ich preis und mit welchen Adjektiven, wie betone ich meine Erfolge? Und der beste Weg, den ich bisher gefunden habe, ist, wenn man seine Erfolge in messbare Größen einbettet, weil dann muss man nicht angeben, weil das sind dann Facts. Das ist, Problem ist, dass ganz viele Angestellte und Mitarbeiter sich gar nicht bewusst sind, wie ihre Erfolge messbar sein können und wie man das dann auf Deutsch wiedergeben kann. Ja, das ist wirklich ein großes Thema, genau. Wer sind denn deine Kunden? Wer kommt denn so typischerweise zu dir? Also ich habe da auch so wie eine Karriere eigentlich gemacht mit der Zielgruppe, die ich in dem Sinn bediene. Ich hatte ja als Jobcoach Integration angefangen und hatte viele Azubis, Lehrstellensuchende, Jugendliche und junge Erwachsene unterstützt. Und so im Laufe meiner Selbstständigkeit seit 2017 hat sich das ein bisschen gewandelt. Im letzten Jahr war es vor allem Fach- und Führungskräfte, C-Level-Ebene oder Politiker, Konzernleiter, Juristen. Sagen wir so, es wird auch bei mir immer komplexer, die Berufsbilder werden komplexer. Aber ich lerne jedes Mal mit jedem neuen Kunden sehr viel dazu. Wenn ich zum Beispiel den CV für einen Maschinenbauingenieur schreiben muss, gehe ich in die Materie rein und versuche zu verstehen, wo seine Talente sind, welche Erfolge wie betont werden sollen. Ich lerne das jedes Mal auch dazu. Okay. Da habe ich ganz kurz eine Frage. Und zwar zu dem, einfach zum CV und auch den Daten, also den Datumsangaben. Da habe ich zum Teil jetzt auch wieder letztes Mal einen Kandidaten hier gehabt, der einfach nur Jahreszahlen angegeben hat. Und der sagte mir, man hat mir gesagt, ich soll das so schreiben. Und
also vielleicht ist das falsch, aber meine Ansicht ist einfach, es ist besser, wirklich den Monat und das Jahr zu schreiben, weil dann habe ich wirklich, dann sehe ich, ob Lücken da sind, oder sollte ja, wenn Lücken da sind, sind sie halt einfach da, finde ich nicht so schlimm, muss halt dann beschreiben. Aber ich kann es dann wie nachvollziehen. Für mich ist das also als Leser viel einfacher. Wie siehst du das genau? Ja, du hast es schön gesagt am Anfang deiner Frage. Man hat mir gesagt, es gibt so viele Manns und so viele gute Ratschläge und Tipps aus dem Bekanntenkreis. Es gibt auch viele Jobcoaches, die es anders handhaben. Es sind ungeschriebene Gesetze. Ich sage auch nicht, dass meine Herangehensweise die genau richtige ist und dass das alles stimmt. Das sollte jeder für sich herausfinden. Aber Fakt ist, wenn du in deinem CV nur Jahresangaben hast, schaffst du kein Vertrauen und lieferst wenige Informationen. Ich versuche mich immer bei jedem Dokument, das ich schreibe, mich in die Lage des Lesers zu versetzen. Was braucht er? Er muss relativ schnell entscheiden können, ist diese Person die richtige für mich? Und wenn dann viele Lücken da sind oder nur Jahresangaben, dann wirkt das nicht vertrauenswürdig. Darum, für mich gehören Monatsangaben definitiv dazu, auch wenn eine Lücke entsteht. Aber diese Lücke kann man sehr gut füllen. Sie gar nicht zu benennen und einfach berufliche Neuorientierung stehen lassen während 3 Jahren, finde ich falsch. Genau. Ich bin sehr dankbar, dass du das genauso siehst, weil mich macht das immer verrückt. Und dann habe ich so die Aussage, ja, das können Sie doch in einem Zeugnis nachschauen. Und da sage ich, ja, nein, ich habe ja, nein. Sie sind ja der Einzige oder Sie sind die einzige Kandidatin, die sich bei mir beworben hat. Und ich habe ja Zeit ohne Ende, gar kein Problem. Und die haben nicht den Eindruck, die wissen vielleicht nicht, dass wir hier vielleicht mit ganz, ganz vielen Dossiers zu tun haben. Und wenn man bei jedem dann nachschauen muss, dann geht es sich einfach zeitlich nicht mehr aus. Bin ich froh, dass du das auch so siehst, das ist wunderbar. Eine andere Sache, was ich noch erstaunlich finde, dass man das dann gar nicht mehr weiß. Also dass man, wenn ich dann frage, ja, da steht dann das Jahr zum Beispiel, und dann frage ich, in welchem Monat oder bis wann waren sie denn da? Und die wissen das nicht. Und das ist erst vielleicht dann 4, 5 Jahre her. Da habe ich ein bisschen Mühe damit. Wie siehst du das? Vielleicht ist das auch klassische Verdrängung. Vielleicht okay. Waren sie nicht zufrieden in diesem Job, möchten gar nicht mehr an den Arbeitgeber zurückdenken und das ist wie ein rotes Tuch. Ja, scheint so zu sein, genau. Genau. Was genau begeistert dich jetzt an deinem Job? Also das Schönste, mein Warum, warum ich tue, was ich tue, das habe ich erst im Nachhinein herausgefunden. Man fängt mal an, merkt, okay, das kann ich gut, das funktioniert. Und im Endeffekt, das, was mir die berufliche Erfüllung gibt, ist, den Selbstwert zu stärken von Menschen, die eben sich nicht so gut präsentieren können, die gar nicht wissen, wo ihre Talente und Stärken sind. Diesen ganzen Prozess, ein bisschen vielleicht wie ein Goldschmied. Man hat den Rohdiamanten und schleift dann zusammen wirklich ein schönes Schmuckstück. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch auf dieser Welt einzigartige Talente hat, die er vielleicht von selbst nicht entdeckt. Sie sind zwar da, aber mit der Außenwahrnehmung von einem Coach oder eben von mir kommen die zum Vorschein und er kann dann eigentlich seine berufliche Karriere darauf ausrichten, was am Ende des Tages zu mehr Erfüllung führt und einer gesteigerten Lebensqualität. Fantastisch. Ich weiß schon, warum ich dich eingeladen habe. Das sage ich eben auch immer bei mir. Das ist wirklich wunderbar. Perfekt. Vielen Dank. Jetzt kannst du uns vielleicht noch so ein paar praktische Tipps eigentlich für eine wirkungsvolle Bewerbung hier mitgeben. Ja, und das ist, ob er praktisch ist, der Tipp, weiß ich nicht. Aber ich finde ihn wichtig, weil er ist eigentlich das Fundament für jede Bewerbung. Nicht nur die Bewerbung, sondern eigentlich auch fürs Privatleben. Und das ist eine Selbstwahrnehmung, wirklich hinzuschauen und zu spüren, was möchte ich, wo sind meine Werte. Mit jedem Kunden, der mit mir zusammenarbeitet, ist das erste Thema, das wir angehen. Wo spürst du
Ablehnung? Wo spürst du Freude? Was sind deine Werte? In welchem Unternehmen könntest du dir vorstellen, tätig zu sein? Weil das Unternehmen, die Werte oder die Philosophie, die Vision muss mit deinen übereinander stimmen, weil sonst wird es längerfristig nicht klappen. Das ist einfach so. Und bevor man diese Selbstinventur nicht macht, wird man immer wieder das gleiche Muster haben, vielleicht einen Job finden, nach 6 Monaten, einem Jahr spürt man, ach nee, ach, ist doch nicht das, und dann wieder wechseln. Also zuerst die Selbstinventur, erkennen, was sind meine Werte, wo sind meine Stärken, Talente, welche Erfolge kann ich vorweisen, und das in einen CV, der nicht länger als 2 Seiten ist, reinzupacken. In Zukunft sage ich einfach, wenn es mir nicht glaubt, dann hört doch einfach mal bei der Selma Kujas rein. Bei mir ist auch wieder der Punkt, versetz dich in die Lage des Lebens. Der hat einfach keine Zeit. Gib ihm, wie sagt man auf Deutsch, condensed, also zusammengefasst eigentlich die Essenz deines beruflichen Werdegangs, deiner Persönlichkeit und deiner Stärken. Mhm. Fantastisch, vielen, vielen Dank dafür, wunderbar. Jetzt habe ich noch ein paar kleine Fragen auch an dich als Person, und zwar kannst du heute, ich sage jetzt einfach mal mehrheitlich, wirklich das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? Ja, das kann ich. Super, gratuliere. War ein langer Weg dahin, weil ich diese Selbstinventur nie gemacht habe. Natürlich mache ich heute auch Dinge, Aufgaben, Tätigkeiten, die mir nicht so Spaß machen. Ich nenne die Burnout-Skills, aber diese Burnout-Skills sind wirklich ein ganz kleiner Teil meines Arbeitsalltags. Und die motivierenden Skills, das sind solche Dinge, die ich sehr gut kann, die ich gerne tue, die sollten 80% meiner Aufgaben ausmachen. Sehr schön. Fantastisch. Du hast es eigentlich vorher schon gesagt, aber trotzdem frage ich es auch mal hier explizit. Was willst du als deine Berufung, also dein Purpose, dein Warum oder dein Wofür nochmal bezeichnen? Du hast vorher gesagt, es geht dir um das Thema Selbstwert zu stärken von anderen Menschen, damit sie sich auch entsprechend präsentieren können. Was ist genau dein Warum? Ich hole ein bisschen aus und kann das vielleicht aus philosophischer Sicht beantworten. Für mich gibt es 2 Kategorien von Menschen, ohne Wertung, möchte ich dazu sagen. Es gibt Service to Self, Menschen, die die Dinge tun für sich selber. Und dann gibt es die Menschen Service to Others, die in ihren Werten eigentlich die Sinnstiftung haben oder die Gemeinschaft. Und ich gehöre zur 2. Kategorie. Meine Erfüllung oder meine Freude auch ist ein Echo von dem, was ich der Gemeinschaft gebe. Und in dem, dass ich Personen begleite, unterstütze, motiviere, inspiriere, da gibt das mir Erfüllung. Also es ist eine klassische Win-Win-Situation. Das ist mein Warum. Ich möchte Win-Win. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Jetzt, wenn wir so eine kleine Zeitreise zurückmachen zur 20-jährigen Selma, was würdest du ihr noch gerne, oder was hättest du ihr noch so gerne mit auf den Weg gegeben? Gibt es da irgendetwas? Ja, da gibt es 2 Punkte. Ich gehe wieder zu den Werten, weil das so wichtig ist. Ich würde ihr sagen, hey, hör auf dich, auf deine Intuition, auf deine Gefühle. Die haben Priorität noch vor irgendwie dem Job oder Miete zahlen oder was auch immer, weil wenn man sich komplett ignoriert und das über längere Zeit, dann wird man irgendwann krank. Ich meine nicht krank im Sinn von physisch krank, aber innerlich. Man resigniert, man verliert Lebensfreude, nichts macht mehr Spaß, es ist alles schwierig. Ich habe diese Phase auch durchlebt, sonst wüsste ich es ja jetzt nicht. Also ich würde meinem 20-jährigen Ich sagen, hey, hör auf deine Gefühle und analysiere und beobachte, was da gerade abgeht. Das 2., das habe ich leider auch verpasst, hat auch damit zu tun, dass das Internet vor 20 Jahren noch nicht das war, was es heute ist. Ich habe zu wenig in meine eigene Weiterbildung investiert, aufgrund von also berufstätig, 2 kleine Kinder, zeitweise alleinerziehend. Da hat man keine Ressourcen mehr, sei es jetzt finanziell oder zeitmäßig,
einen Weiterbildungskurs an einer Schule zu besuchen. Und ich habe gemerkt, dass sich das für mich beruflich damals negativ ausgewirkt hat. Darum würde ich auch meinem 20-jährigen Ich sagen, hey, egal was, probier einfach, dass du dich konstant weiterbildest. Weil das ist, es geht um dein Karrierekapital. Und mit jedem Ding, das du lernst oder mit jedem Abschluss, Zertifikat, zahlst du auf dieses Konto ein. Und irgendeinmal kannst du es einlösen. Fantastisch. Super. Vielen Dank. Gibt es auch irgendwelche Programme oder so Internetressourcen, wo du sagst, die sind extrem hilfreich, die könnte ich auch hier gut weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Also Online-Tools machen einen großen Teil meiner Arbeit aus. Ich versuche immer kleine Life-Hacks oder Work-Hacks zu entdecken, damit ich produktiver werde, effizienter werde. Das sind Dinge, die mir sehr am Herzen liegen. Und Bewerber können sich dort auch gute Hilfe holen aus dem Internet mit einem Lebenslaufgenerator. Das sind so Baukastensysteme, wo man sich nicht ums Design oder Layout kümmern muss und mit Mausklick Farben ändern kann, Bereiche hinzufügen. Die finde ich sehr, sehr, sehr cool. Da gibt es kickresume.com. Man kann auch in Google eingeben, Lebenslaufgenerator, da kommen ganz viele verschiedene Programme. Ich würde auch das Tool languagetool.com empfehlen. Das ist eine gratis Rechtschreibprüfung. Es ist niemand, wird verschont von kleinen Buchstabenverdrehern und das ist halt sehr hilfreich, damit man wenigstens die Schlimmsten entdeckt. Auch auf Deutsch? Es gibt es auch auf Deutsch, genau. Also Language Tool gibt, kann man dann auf Deutsch auch einstellen sozusagen. Genau, es erkennt sogar die Sprache, indem man den Text eingibt. Was ich auch ein super Tool finde, ist DeepL. Das ist ein Übersetzungstool. Gratis und arbeitet mit künstlicher Intelligenz, damit die Satz, dass es nicht eins zu eins übersetzt wird, sondern sogar der Sinn korrekt übersetzt wird. Und last but not least, smallpdf.com. Eines der besten PDF-Bearbeitungstools, das ist ein Startup aus Zürich und für mich konkurrenzlos, wo Bewerber ihre Arbeitszeugnisse hochladen können, neu sortieren oder eine Seite rausnehmen, smallpdf.com, sehr zu empfehlen. Wunderbar, sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank dafür. Gibt es auch noch Bücher oder ja, ein Buch oder Hörbuch, wo du vielleicht noch gern weiter empfehlen könntest? Also Buch oder Bücher? So. Ja, für die Lesefaulen oder die, die nicht so viel Zeit haben, möchte ich die Blinkist-App empfehlen, die eigentlich die Essenz aus den Büchern rauszieht und häppchenweise liefert, auch als Audio-Book in dem Sinne. So lese ich sicher pro Monat 30 Bücher. Und ein Buch, das mich lange Zeit begleitet hat und das ich jedem ans Herz legen möchte, ist die 7 Wege der Effektivität von Stephen R. Covey, die eigentlich die Basis für den beruflichen und privaten Erfolg legen. Da gibt es ganz, ganz viele gute Überlegungen, Gedanken und Übungen, die man auf sein Leben anwenden kann. Großartig. Selma, jetzt, wenn jemand das hört und sagt, ich würde wahnsinnig gerne mich von der Selma Kujas beraten lassen, ich würde mir gerne mal mit ihr in Kontakt treten. Wie macht man das jetzt bei dir am einfachsten? Wie macht man das? Ich habe eine Webseite, ich pflege natürlich die verschiedenen Social-Media-Plattformen. Man kann mit mir auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram oder via meine Website in Kontakt treten, auf allen Kanälen. Messaging oder E-Mail. Ich habe ein Newsletter, da kann man auch immer drauf antworten, wenn man schreiben möchte. Also ich bin gut erreichbar. Was ich nicht habe im Internet, ist meine Handynummer und das ist ein bewusster Entscheid, weil ich sonst gar nicht dazu käme, mich um meine Kunden zu kümmern. Ich möchte noch einen kleinen Hinweis geben, wenn ich darf. Durch die Corona-Krise hat sich es leider etwas verschoben, aber
In einem Monat werde ich meinen Online-Bewerbungskurs Der Wunschkandidat lancieren, wo ich mein ganzes Handwerk mit allen Tools und allen Coaching-Modellen weitergebe, damit möglichst viele Bewerber sich online diese Hilfe holen können. Selma, vielen, vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Vielen Dank fürs Interview. Es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.